gefragt, ob du jetzt auch gerne diese Kekse... Ja, während Deutschland an 70 Jahre Kriegsende erinnert, schlagen wir die Brücke in die kriegerische Welt von heute. 424 Konflikte und 21 Kriege zählten die Experten letztes Jahr rund um den Globus. Und es werden nicht weniger. Doch hinter diesen Zahlen stecken vor allem traurige Schicksale und die natürlich vor allem in der Zivilbevölkerung. Ihnen bleibt millionenfach nur ein Mittel zum Überleben, die Flucht weg von den Brennpunkten der Welt. Kriege und bewaffnete Konflikte, sie bedeuten Tod und Verwüstung und sie bedeuten millionenfache Vertreibung. Vor dem Bürgerkrieg und dem Terror in Syrien fliehen derzeit rund 4 Millionen Menschen ins Ausland. Auch im benachbarten Irak sind derzeit etwa 2 Millionen Menschen auf der Flucht, vor allem vor der Terrormiliz IS. Afghanistan ist seit Jahrzehnten von Kriegen und Gewaltherrschaft gebeutelt. 2,7 Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Im ostafrikanischen Somalia herrscht die Rechtlosigkeit. 1,1 Millionen Somalier flohen vor der Gewalt. Vor den Kämpfen zwischen Rebellen und Regierungstruppen sind im Sudan und im Südsudan rund 800.000 Menschen auf der Flucht. Der Terror der radikal-islamischen Gruppe Boko Haram hat derzeit rund 1,5 Millionen Nigerianer aus ihrem Heimatland vertrieben. Im vergangenen Jahr waren mehr Menschen auf der Flucht als jemals zuvor. Ja, diese wachsende Unruhe in der Welt, die spüren natürlich auch wir in der friedlichen Oase Deutschland immer mehr. Da genügt ein Blick in unsere Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge, in denen die Menschen zunächst einmal landen. Mit 300.000 allein in diesem Jahr rechnete die Bundesregierung bis vor kurzem. Jetzt hat sie die Zahl auf 450.000 zu erwartende Flüchtlinge hochkorrigiert. Doch wie empfangen und wie behandeln wir die Menschen? Das versucht ein Flüchtlingsgipfel heute im Kanzleramt zu klären. 50 Jahre Diplomatie zwischen Deutschland und Israel, das feiern wir in diesen Tagen. Und das ist wirklich ein Grund zum Feiern, wenn zwei Nationen nach so einer dunklen Vergangenheit wieder miteinander reden. Und das tun sie vor allem in der Wissenschaft. Deutsche und Israelis forschen Schulter an Schulter und keiner möchte den anderen missen. Zusammen bewegen sie etwas. Hier ein wunderbares Beispiel für 50 Jahre deutsch-israelisches Zusammenkommen. Das Weizmann-Institut in Rechowot bei Tel Aviv. Gegründet 1934. Hier forschen die Besten der Besten, darunter auch Wissenschaftler aus Deutschland. Zum Beispiel Franziska Paul aus Berlin. Seit knapp 4 Jahren arbeitet sie hier. Die Biologin hat eines der begehrten Forschungsstipendien bekommen. Die Bedingungen auf dem Campus nahezu perfekt. Alles steht im Umkreis von wenigen Kilometern zur Verfügung. Die 27-Jährige kann sich so voll und ganz auf ihre Forschung konzentrieren. Also dadurch, dass wir natürlich sehr viele internationale Wissenschaftler hier haben, gibt es sehr viele verschiedene Blickwinkel, mit denen wir Fragestellungen beantworten können. Und die Zusammenarbeit hier geht sehr weit auch über die Departments hinaus. Franziska Paul untersucht, wie sich Zellen mit der gleichen Erbinformation differenzieren und verschiedene Identitäten annehmen. Das ist Grundlagenforschung mit dem Ziel, die Unterschiede zwischen den einzelnen Zellen zu analysieren und Krankheiten früher zu erkennen. Und ich arbeite hauptsächlich auf der Ebene des Immunsystems, der Immunsystementwicklung. Da unsere Methode so sensitiv ist, können wir diese sehr selten vorkommenden Vorstadien von den eigentlichen Immunzellen messen und dadurch auch festlegen oder erforschen, wo vielleicht Fehlfunktionen passieren, dass diese Zelle sich nicht in die richtige entwickelt oder vielleicht zu viel Zellzyklen durchgehen und vielleicht sogar zum Krebs führt, zum Beispiel zum Blutkrebs der Leukämie. Israel Pecht betreut die jungen Wissenschaftler, auch Franziska Paul. Der Professor ist eine Legende im Weizmann-Institut, hat die deutsch-israelischen Wissenschaftsbeziehungen mitgestaltet. Auch in der schwierigen Zeit nach dem Holocaust. Heute ist die Kooperation zwischen beiden Ländern eng wie nie zuvor. Es geht weiter und es geht immer weiter, breiter und tiefer.
Es ist etwas bombastisch, aber ich glaube daran. Es ist essentiell für uns. Da ist überhaupt kein Zweifel. Die Bundesrepublik kann weiter gut existieren ohne uns. Wir können nicht ohne die Bundesrepublik in diesem Sinn, wissenschaftlichen Sinn. Franziska Paul präsentiert erste Forschungsergebnisse vor Kollegen. Bald schon plant sie, mit ihrem Team zu veröffentlichen. Es könnte ein weiterer Meilenstein in der so erfolgreichen deutsch-israelischen Zusammenarbeit werden. Mal schnell was Nettes von Smartphone zu Smartphone tippen. Dafür haben wir früher Briefmarken oder einen Postschalter gebraucht. Das geht heute digital im Sekundentakt. Aber mal ganz ehrlich, ist das noch romantisch? So mit Herzblut auch geschrieben? Genau, da fehlt was. Und was da fehlt, das entdecken wir plötzlich mitten in New York. Für eine Handvoll Dollar nur ein handgemachtes Gedicht. Dies ist schon ein ungewöhnliches Geräusch. Dieses Klack-Klack mitten in New York im hippen Williamsburg. Es kommt von dieser uralten Schreibmaschine, davor sitzt Lynn und dichtet. Auf Bestellung. Kurze Zwiesprache, was machst du, wer bist du, wie viel Dollar willst du geben? Und dann bekommt dieser junge Lehrer seine ganz persönlichen Zeilen. Die 10 Dollar habe ich gern gegeben. Dafür bekomme ich auch etwas ganz Besonderes. Die meisten wollen natürlich Liebesgedichte. Was wirklich wichtig ist, wie sind die Leute drauf? Was passiert gerade in ihrem Leben? Und das ist Lynns Geheimnis. Blitzschnell stellt er sich auf seinen Gegenüber ein. Kurzes Nachdenken. Und schon strömen die Worte aus ihm heraus. Die alte Maschine klackert los und die Kunden können dabei zuschauen, welches Gedicht Lynn aus ihnen macht, zum Beispiel dieses. So this says, finde Gedanken ohne Ende, damit du dich erfinden kannst. Nimm Sandkörner in die Hände und befrage sie. Eigentlich ist Lynn Musiker, aber was er damit verdienen konnte, reichte nicht für ihn und seine 2 Kinder. Und so kam er auf die Idee mit der Schreibmaschine und die zündete. Diese alte Schreibmaschine, da findet noch etwas mechanisch statt in unserem digitalen Zeitalter. Das macht die Worte noch persönlicher. Es gibt sie noch, die Sehnsucht, dass Worte mehr sein sollen als nur digitale, zweckmäßige Botschaften. Und so finden sie zusammen, die Passanten und der Straßenpoet, für ein paar Dollar. Wunderbare Geschichte. So sah die Welt am Freitagmittag aus. Ab Montag sendet wieder das Mittagsmagazin-Team vom ZDF. Ich sage danke fürs Dabeisein und auch im Namen des ganzen Teams einen schönen Tag noch und ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.